Ein herzliches Willkommen zur Wochenlegung, ihr Lieben. Und schön, dass du eingeschaltet hast. Bevor ich gleich reinschaue, was diese Woche ansteht, welche Botschaften, Informationen hier kommen, nochmal meine Einladung für den 17. März abends um 20 Uhr. Es ist ein Freitagabend, live im Zoom-Call. Kannst du gemeinsam mit mir und wundervollen Seelen in einem kleinen Rahmen, in einem wunderschönen, hochschwingenden Raum dich inspirieren lassen, Motivation und Lebensfreude auftanken. Ich werde an dem Abend zur höher schwingenden Energie mit meinem Frequenzgerät arbeiten. Dementsprechend, ja, wird da ganz, ganz viel Magie hergestellt. Wir gehen in eine Meditation, du bekommst Impulse von mir. Ich bin ja auch ebenfalls im Coaching unterwegs und Master Emotionscoach. Und dann werde ich auch noch Kartenbotschaften dementsprechend live legen. Kannst du dich noch anmelden? Der Energieausgleich liegt bei 44 Euro noch. Ich glaube noch ein paar Tage, auch gar nicht mehr so lange hin. Am besten klickst du direkt unten in die Kommentare oder ins Infofeld. Da ist der Link hinterlegt. Und wenn du Interesse hast und möchtest eine Kartenausbildung machen, beginnt die nächste Runde am 19. März. Auch das ist wiederum online. Es gibt einen Mitgliederbereich für dich, sodass du dir auch alle Live-Calls im Nachhinein anschauen kannst und alles in deinem Tempo für dich aufarbeiten darfst. Genau. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein in die kommende Woche. Welche Botschaften kommen hier für Montag? Was haben wir am Montag? Meine Frage an die liebe geistige Welt. Das ist der Montag. Weiter geht es mit dem Dienstag. Okay. Der Dienstag. Wunderbar. Mittwoch. Donnerstag. Was möchte hier an Impulsen am Donnerstag kommen? Wir nehmen das mal als Zusatzbotschaft, die drei Karten. Das fühlt sich gut an. Okay, Donnerstag. Dann geht es jetzt weiter mit dem Freitag. Ich danke euch auch für all diejenigen, die an meiner Umfrage teilgenommen haben bezüglich eurem Interesse. Wollt ihr lieber einen Lenormand-Kurs, einen Tarot-Kurs, eine Masterclass? Den, wie gesagt, den Lenormand-Kurs, den Einsteigerkurs gibt es bereits. Den kannst du buchen. Du kannst mir aber gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Was ist dir wichtiger, dass der Kurs günstiger ist und du ihn alleine erarbeitest oder dass du auch live die Möglichkeit hast oder auch in einer WhatsApp-Gruppe im 1-zu-1-Austausch Fragen zu stellen? Kannst du ja mal unten reinschreiben. Es kommt auf jeden Fall bald auch ein Tarotkurs und eine Masterclass, wo wir dann beides angehen. Lenormand und Tarot. Okay, jetzt aber wieder zurück zur Wochenbotschaft. Für den Freitag hätte ich bitte gerne eine Information. Freitag, Samstag. Sonntag. Das war jetzt Impuls. Aber ist ja auch schön. Hier haben wir die erste Reihe mit einer Botschaft und hier unten die Doppeldeutung. Und dann haben wir als unterliegende, wow, unterliegende Energie ist der Ritter der Kelche. Das bedeutet, es könnte hier wirklich eine Woche sein, wo es um Liebe geht, wo es um Liebesangelegenheiten geht. Vielleicht hast du irgendwie ein Treffen in Aussicht mit einem Seelenpartner oder du befindest dich wirklich emotional und auch gedankentechnisch ganz viel in dem Feld von, naja, vielleicht machst du dich wieder bereit und öffnest dein Herz für eine neue Partnerschaft oder du reflektierst gerade deine aktuelle Partnerschaft, ist aber wirklich eine sehr, sehr schöne, angenehme, ja, eine angenehme Energie. Hier tritt wahrscheinlich eine neue Reise an und vielleicht kommt auch hier jemand auf dich zu. Okay, kläre ich direkt mal mit den Lenormand-Karten. Auf den Montag hätte ich eine Zusatzbotschaft. Auf den Montag, da geht es auf jeden Fall schon mal um dich. Den Dienstag, auch sehr schön. Mittwochsenergie, wow. Dann kommt der Donnerstag.
Friday. Welche Information möchte hier für den Freitag kommen? Samstag. Zusatzinfo auf den Samstag. Und den Sonntag. Und auf die Zusatzbotschaft hätte ich gerne auch noch so 2, 3 Informationen. Wenn hier noch eine Zusatzinfo kommen möchte, darf sie gerne fallen. Ansonsten, okay. Gut, unterliegende Energie. Wir haben hier den Reiter. Auch das heißt, hier kommt Bewegung rein in Sachen, ja, wirklich wahrscheinlich Liebe, Emotionen, Gefühle. Vielleicht wirklich ein sportlicher Mensch, der sich hier auf den Weg zu dir macht. Oder du setzt dich mal aufs Pferd und fängst an zu galoppieren. Vielleicht kommst du in die Aktion. Wir werden mal schauen, was sich hier zeigt. Also, wir starten die Woche. Es geht um dich und zwar, dass du eine Entscheidung treffen darfst. Die 2 Stäbe. Und die Stäbe, das ist ja immer diese feurige Energie, dieses Losgehen, Inspiration und dann aus deinem Temperament wirklich nach vorne preschen. Und hier wirst du dir wahrscheinlich die Frage stellen, Mensch, wie geht's weiter? Bin ich hier wirklich in der richtigen Richtung unterwegs? Das heißt, hü oder hot, du wirst dich hier für etwas entscheiden. Und wir treffen ja jeden Tag Entscheidungen. Für mich fühlt es sich aber an, dass es hier explizit um eine Entscheidung geht, die wirklich ganz wichtig für dich ist. Vielleicht auch sogar in Kombination mit deinem Wunschpartner. Solltest du ein Mann sein, mach es dir bitte einmal genau passend, denn die Damenkarte ist für mich immer die Hauptpersonenkarte, wenn ich eine Kollektivlegung lege. Dann haben wir am Dienstag, ja, die Königin der Schwerter und die Sterne unterstützend. Klarheit auf absoluter Ebene, ja. Durchbruchserlebnis. Du setzt dich also wirklich hier auf deinen eigenen Thron. Du bist abgeklärt. Du weißt, welche Richtung du gehen möchtest. Du weißt, was du willst. Du bist reif. Du kannst auch hier Ratschläge geben. Vielleicht gibst du hier wirklich unterstützend Ratschläge oder du bekommst von jemandem Ratschläge. Mir wird ja aber gesagt, dass es eher deine Energie ist, dass du hier wirklich so reif bist und so strange bist und mit den Sternen hier auch nochmal unterstützend, aber auch eine schöne Klarheit, ja, auch wirklich diese spirituelle Anbindung. Das heißt, der Dunst vielleicht aus der Vergangenheit geht raus. Du siehst immer, immer fokussierter und gehst auch dafür los. Du lässt hier also nicht mehr jeden Scheiß mit dir machen und du beginnst so wirklich diese Königin in dir zu wecken. Und das ist mega. Und guckt mal hier, wie krass ist das denn? Unterstützend am Mittwoch. Also ich glaube, das könnte hier wirklich deine Woche werden in deiner Energie. Wir haben die Herrscherin Kombination mit dem Schlüssel. Und die Herrscherin. Die Herrscherin verkörpert ja auch hier wirklich, ja, die verkörpert quasi Weiblichkeit. Die verkörpert absolute Sicherheit, dass sie weiß, was sie ist. Also das ist natürlich nochmal richtig cool auch zur Königin der Schwerter hier. Das heißt, du bist offen für Wachstum, du bist lebendig, du kriegst hier wahrscheinlich ganz viele Impulse diese Woche, bringst vielleicht neue Ideen raus. Das heißt, du findest wieder so, ja, zurück in deine Stärke. Vielleicht waren die letzten Tage, Wochen eher immer so geprägt von ich weiß nicht, in welche Richtung es geht. Ich weiß nicht, wie ich Motivation bekommen kann. Aber hier scheint es mir so, dass du hier wirklich wieder in deine Kraft kommst, in deine Klarheit. Und meine Güte, hast du eine Ausstrahlung, ja? Denn du bist sicher in dir, du bist lösungsorientiert. Und das hat natürlich eine immense Ausstrahlung auch auf dein Umfeld. Das heißt, hier ist ein richtiger Magnetismus am Werk. Positiv. Was für zauberhafte Botschaften. Donnerstag, die Mäßigkeit. Und die Mäßigkeit, hier kommst du auch emotional in so ein Gleichgewicht. Hier beginnt es endlich wieder sich auszupendeln, einzupendeln. Das heißt, hier fließt Heilung. Ne, wir brauchen immer viel, ein bisschen Feuer, ein bisschen viel Energie, um wirklich loszugehen. Gleichzeitig aber auch die Ruhe. Das heißt, all diese Dualitäten kommen jetzt hier in den Einklang. Vielleicht wirst du hier alte karmische Verstrickungen auch auflösen, dieses Kreuz ablegen und dich hier wirklich deinem Schicksal
hingeben und sagen, okay, ich bin jetzt einfach auch so weit. Ich vertraue, ich habe schon aus der Vergangenheit gelernt, dass das alles seinen Sinn und seinen Zweck hat, was ich hier auf der Welt erlebe. Und die Mäßigkeit steht auch hier nochmal für Heilung. Du bist, ja, du findest so ein rechtes Maß, du bist sehr ausgeglichen. Und dadurch, dass du ausgeglichen bist, kann hier einfach auch etwas Neues geschöpft werden, und zwar aus dir heraus. Weiter geht's. Hohohoho. Freitag, Freunde, wir haben die Sonne, den Herrscher in Kombination mit der Schlange. Und bevor eure Alarmglocken angehen, ja, die Schlange steht mal oftmals auch für eine Konkurrenz. Der Herrscher könnte ein Gegenüber von dir sein. Vielleicht kommt hier nochmal das Thema auf, Dreierkonstellation, dass er sich hier nochmal umschaut, wie wirkst du auf ihn, was ist mit seiner Ex oder was ist mit seiner Nebenbuhlerin. Aber du hast eine Ausstrahlung. Genau das, was ich gerade gesagt habe, dieser Magnetismus. Und hier heißt es eigentlich, dass es hier ganz krass in einen Erfolgssituation kommt. Und selbst wenn du sagst, mit Liebesangelegenheiten, Caro, geh mir da weg, dann hast du hier vielleicht einen Chef, der dich jetzt wirklich sieht, der dich sieht, was du für eine Power hast, was du wirklich für Geschenke mit ins Unternehmen bringst, oder dir wird jemand an die Hand gegeben, ne, dass jemand hier in dein Leben kommt, der dich jetzt hier unterstützt, der genau dein Leuchten sieht und genau das fördern möchte. Oder aber auch, dass du jetzt zu der Herrscherin auch noch die männliche Energie mit integrierst, dass du hier wirklich, weil wir haben hier das Gleichgewicht, dass du diesen Riesenerfolg, ja, diese Harmonie, diese Ausstrahlung, all das, was ja die Sonne hier verkörpert, das ist fröhlich sein, Spaß haben, Selbstvertrauen, wieder rausgehen, am Leben Spaß haben, dass das einfach auch gut passieren kann, weil du in dir eine gewisse Ordnung hast, ja, weil du abgeklärt bist. Du hast also ganz viel an dir gearbeitet und das ist jetzt der Weg des Entwirrens. Du häutest dich also und jetzt, ja, kannst losgehen. Jetzt beginnt so quasi deine Zeit, wo du sagst, so, und das bin ich jetzt. Das habe ich aus meiner Vergangenheit gelernt. Ich habe bei mir geguckt, ich bin reflektiert und fokussiert. Und jetzt geht's weiter. Ich höre auf, mich immer nur durchzuschlängeln, sondern ich gehe in die Heilung, werf meine alte Haut ab. Und das machen wir ja sowieso alle 7 Jahre. Und dass du jetzt einfach ganz anders auftrittst. Und wie sexy ist das bitte? Wie sexy und mega attraktiv ist das, wenn du in dieser männlichen und weiblichen Energie das zusammenfügst und wirklich so stolz und erfolgreich durch dein Leben gehst, deine emotionalen Wunden geheilt hast oder am Heilen bist. Das ist ja immer wieder ein Prozess. Wahnsinn, Wahnsinn. Und was du auch für ein Vorbild für andere in dem Moment bist. So, dann haben wir den Samstag mit dem Teufel, 9 Münzen und der Mond. Okay, der Teufel, ja, der steht für Abhängigkeiten, für Süchte, für ich bin gefangen und gehe immer wieder zurück. Ich habe aber hier die 9 Münzen und die 9 Münzen zeigen mir in der Kombination mit dem Mond, hier geht es um deine Seele, dein Unterbewusstsein und vielleicht warst du in der Vergangenheit eher so der theatralische Typ, hast dich hier wirklich nochmal beeinflussen lassen. Jetzt wird aber die harte Arbeit belohnt, ja? Du hast viel reingesteckt und jetzt geht es darum, deine Talente zu entdecken. Du bist unabhängig und frei, denn die 9 Münzen stehen für Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. Der Mond für diese, ja, vielleicht auch ein paar Ängste, aber auch für diese Seelenbotschaft und deine Seele sagt dir, du bist so weit. Und der Teufel ist ja nicht immer nur negativ, ja? Der ist zwar ein guter Hinweis, nochmal hinzuschauen, okay, gibt es da noch irgendwo Abhängigkeiten? Aber gleichzeitig, die Schattenseite des Teufels, also die andere Seite des Teufels, ist ja ebenfalls auch die Heilung. Es ist die Heilung, es ist die Freiheit, es ist die Besinnung. Und so kommt das in der ganzen Kombination hier für mich an. Wow, irgendetwas ist gerade auch gedanklich, kopfmäßig in deinem System passiert, dass du hier irgendetwas gesprengt hast.
Und ich fände es mega mäßig, auch wenn meine Botschaften aus den vergangenen Wochen und Monaten dich dabei unterstützt haben, immer wieder hinzugucken. Und ich weiß, hier gibt es ja auch die ein oder andere Zuschauerin, mit der ich im 1:1 arbeite. Und ich bin so stolz auf den Weg, da ein Teil von zu sein und zu sehen, ja, wie Menschen groß werden. Also feier dich dafür. Weiter geht's, Sonntag. Sonntag, hier wird es ja noch mal ein bisschen spannend. Okay, Abschluss, Transformation. Transformation von was? Transformation, fünf Schwerter. Das heißt, dieses Gefühl von rücksichtslosem Verhalten, Machtkämpfe, Konflikte, die du vielleicht in dir hast, aber auch wirklich rücksichtsloses Verhalten im Außen. Ja, wenn da so jemand kommt und dein Leben durchwurstelt, so wie so ein Wirbelsturm. Da sagst du, da trenne ich mich von. Ja, ich habe ja auch keine Lust mehr hier auf Mangeldenken. Entweder geht hier etwas in die Transformation oder es kommt hier zum Abschluss auf irgendeine Art und Weise. Das muss nicht immer ein Gegenüber sein. Das können auch Energien sein, von denen du dich hier löst, was ich eben sagte, diese karmischen Verstrickungen. Vielleicht bist du in der Energiearbeit auch unterwegs oder holst dir da Hilfe. Dann schau mal hin, dass du dich da auch wirklich, ja, wenn da Fremdbesetzungen beispielsweise sind, dass du da dich von lösen darfst. Die fünf Münzen, wie gesagt, das ist Mangel, Glaubenssätze, instabil. Du gehst ja aber ins Vertrauen, ja? Also du löst dich hier wirklich von diesem grauen Schmutz, um hier einfach in dieser Bombenenergie zu bleiben. Das ist wahnsinnig genial. Vielleicht nutzt du den Freitag, ach, den Sonntag einfach nochmal für so eine, ja, für so eine Rundumschau. Du reflektierst nochmal, wie war die Woche, in welcher Energie bin ich, in welcher Energie kenne ich mich aus der Vergangenheit und welchen Weg mag ich jetzt gehen. Möchte ich lieber wieder zurück in das Altbekannte, vielleicht, ne, dieses Mangeldenken, Glaubenssätze. Und vielleicht kommt auch noch mal ein Glaubenssatz hoch, ne? Wir sind ja immer geprägt von irgendwelchen interessanten Glaubenssätzen, Verhaltensmustern. Und dann darfst du der Wirbelsturm sein und dann einmal wirklich genau diese Themen wupp, durcharbeiten, wegflexen. Weg damit. Einmal richtig durchbeamen und Grund reinbringen. Um dann einfach wieder, ja, noch mehr Raum zu schaffen. Zusatzbotschaft. Ja, wie geil ist das denn? Wir haben einen Magier. Ich kann es euch auch in die Kamera mal eben halten. Ich hoffe, ihr seht es. Also, wir haben den Magier, der Stern und die sieben Münzen. Der Magier, deine Reise beginnt. Alles darf aus dir heraus entstehen. Du hast einfach diese Lust. Ich finde diese Magierkarte so cool, ne? Weil alles wird hier so aus deiner Hand geschüttelt. Aus dem Herzen, aus deinem System, aus allen Erfahrungen wird hier etwas Neues kreiert. Der Stern, ja, der macht dir bewusst, dass du verletzlich bist, dass du auch Verletzungen hast. Aber dennoch hast du ganz viel neue Hoffnung, die dir hier geschenkt wird für die Zukunft. Hier kann wieder etwas fließen, hier wirst du neue Visionen bekommen. Verbinde dich mit deinen Geistführern, öffne dich für das Universum, um wirklich, ja, auch gerade hier, wenn du noch so ein Thema mit Mangel hast, um doch mal wirklich wieder klar zu sehen. Gib deinen Emotionen freien Raum. Das ist so wichtig. Versuch sie nicht zu beherrschen, sondern gib ihnen Raum. Schrei mal, geh eine Runde laufen. Lass es raus. Sag deinen Geistführern, dem lieben Gott, den Engeln, egal mit wem du kommunizierst, wie du es nennst. Sag doch mal, wie scheiße gerade alles ist. Setz dich dahin und zeig dich verletzlich und sag, ich brauche Hilfe. Bitte nimm mich an die Hand, führt mich hier, geht mit mir den Weg. Ja, das tue ich auch in Situationen, wo ich wirklich, ich finde ja auch nicht immer alles geil im Leben. Da kann ich dann auch kein Glitzerpulver drüber streuseln und sagen, ach, ihr tollen Geistführer, Mensch, ist mein Leben schön, wenn ich es gerade beschissen finde. Ich kommuniziere dann tatsächlich genauso wie jetzt mit euch und sage denen erstmal, was stimmt bei euch nicht? Könnt ihr mich bitte irgendwie an die Hand nehmen, weil mich kotzt es hier gerade auf der Erde richtig an. Ich habe keine Ahnung, für was sich meine Seele hier entschieden hat. Verstehe ich von meinem Kopf her ebenfalls nicht. Ich bleibe aber im Vertrauen, dass der Weg hier für mich geebnet wird, wenn ich ihn weitergehe. Da mir aber gerade die Kraft fehlt, weiterzugehen, bitte ich euch,
Nehmt mich an die Hand, tragt mich, fangt mich auf. Seht zu, dass ich in Bewegung bleibe, schenkt mir neue Hoffnung, gibt mir Inspiration, schickt mir Menschen, Möglichkeiten, wie ich wieder in Motivation, Lebensfreude und wirklich Power komme. Wie ich wieder an mich glauben kann, wie ich wieder im Vertrauen hundertprozentig bin. Und dann sage ich auch wirklich, dass es mir gerade schwerfällt zu vertrauen. Aber dennoch schlägt mein Herz genau für das, was ich nicht immer sehen kann. Aber ich weiß, dass sie mich tragen. Das weiß ich einfach. Das ist eine Grundüberzeugung in meinem Leben. Genau, und vielleicht auch hier nochmal die Einladung 17. März. Vielleicht darf ich diejenige sein, die jetzt in dein Leben geschickt wurde, um dich zu motivieren, um deine Lebensfreude, deine Seelenkraft wieder zu aktivieren. Denn ich weiß, dass alles in dir steckt. Und gerne helfe ich von außen. Dann haben wir die 7 Münzen. Die 7 Münzen weisen dich darauf hin, neuer Wachstumsprozess. Und die Dinge brauchen auch die Zeit, ja? Wenn du etwas Neues kreierst, Visionen, Impulse hast, dann ist in der Regel nicht alles auf einen Schnipp sofort da, sondern dann fängst du an, etwas zu sehen, dann fängst du an, die Saat ordentlich zu pflegen, ne? Was du säst, das erntest du und auch wie du dich in der Saatphase und Keimphase darum kümmerst, wird sich alles hinterher im Endergebnis bemerkbar machen. Dann haben wir auf den Magier, das ist der Brief, das heißt Kommunikation, vielleicht sogar ein neuer Vertrag, auch beruflich, eine vertragliche Veränderung, neues Haus, Mietverhältnis, also irgendetwas Vertragliches kann jetzt hier neu entstehen und zwar zu deinen Optionen, ja? Du hast ebenfalls jetzt die Macht, deine mit der Königin der Schwerter, die Herrscherin, deine Impulse mit reinzubringen. Das heißt, du musst nicht immer das Erstbeste hier nehmen, es läuft zu deinen Konditionen. Der Stern und dann haben wir hier das Kind. Der Neubeginn zum einen, das innere Kind zum anderen. Etwas steckt jetzt in den Kinderschuhen, etwas kann jetzt neu beginnen. Schritt für Schritt, in deinem Tempo, in Leichtigkeit, in Lebensfreude. Ein Kind startet immer etwas und hat Spaß daran. Wenn ein Kind für sich losgeht, ja, schau die Welt von Kinderaugen an. Schau dir auch vielleicht mal Verletzungen aus den Augen der Kinder an. Wenn sie fallen, ja, vielleicht weinen sie und das ist auch wichtig, aber sie bleiben nicht im Schmerz stecken. Sie stehen auf und gehen weiter. Versuchen es nochmal und nochmal und nochmal. Und das Schöne ist, das hast du auch als Kind getan. Ja, du bist auch 100.000 Mal gefallen und 400.000 Mal wieder aufgestanden. Und das ist die Einladung an dich und genauso darfst du es weitermachen. Nimm dir ein Beispiel, vielleicht an deiner Kindheit, an deinem inneren Kind und feier dein inneres Kind. Und dann haben wir hier den Wachstumsprozess, Kombination mit dem Turm. Das kann zum einen behördlich sein, dass sich hier vielleicht eine Behörde zeigt, dass hier vielleicht gerade ein finanzieller Prozess ist oder ein anderer beruflicher Prozess, der jetzt vielleicht in Bearbeitung ist, der einfach noch ein bisschen Zeit braucht. Das heißt, wenn du gerade in der Situation bist und du wartest auf Gelder oder du wartest, dass irgendwelche Bauanträge und so weiter in die Bearbeitung gehen, das Gras wächst nicht schneller, wenn wir dran ziehen. Natürlich kannst du nachfragen und noch mal ein paar Impulse mit reinbringen, aber ansonsten bist du hier wirklich aufgefordert, geduldig zu sein, ja? Ebenfalls könnte es auch für den einen oder anderen sein, dass sich hier businessmäßig auch noch mal was verändert, dass du in eine unabhängige Position jetzt aufrücken kannst, dich vielleicht aber auch selbstständig machst. Und auch hier wichtig, der Prozess der Selbstständigkeit sollte ebenfalls gut durchdacht sein und auch da Schritt für Schritt. Vielleicht deshalb auch hier der Herrscher. Hol dir Menschen an die Hand, die ebenfalls schon da sind, wo du hin möchtest. Hol dir die Informationen, wie war deren Weg, was brauchst du jetzt für deinen Weg. Denn du kannst Abkürzungen gehen, wenn du dich an Menschen orientierst, die einfach schon dort sind, wo du hin möchtest. Wie geil ist das denn, wenn wir alle hier voneinander lernen dürfen? Perfekt. Was möchte ich euch noch ziehen? Ich glaube, ein Krafttier. So, ich finde die Wochenbotschaft richtig, richtig, richtig schön. Also, welches Krafttier unterstützt das Seelenkollektiv auf meinem Kanal? Welches Krafttier mag sich diese Woche 2? Okay.
Was haben wir hier? Wir haben den Fuchs. Ach, den Fuchs, genau. Es steht hier Fuchs, weil englischer Garten. Es ist der Fuchs. Der steht für Cleverness, für Strategie. Und der sagt ja auch, ne, du bist echt eine smarte Person. Ich habe eben schon gesagt, du hast so eine Ausstrahlung diese Woche. Wie sexy ist das denn bitte? Und hier nochmal die Aufforderung, höre auf deine Instinkte. Alles, was du brauchst, ist um dich rum. Und ebenfalls sagt dir das Kraft ja auch, du darfst dich hier öffnen für eine Romanze. Ne? Monsieur Charming hier. Und dann haben wir, ja, ich nenne ihn mal den Elch. Bitte korrigiert mich. Ich weiß nicht, Mose geschrieben, Moose. Ich gehe mal vom Elch aus. Das Bild ist eigentlich eindeutig. Ne? Auf jeden Fall hat er ein ordentliches Geweide her. Hier steht es. Da geht es um deine Weisheit. Greife zu den Sternen, Klarheit, Kopföffnung, dein Kronenchakra, Stirnchakra, also das dritte Auge, Kehlchakra nehme ich auch noch wahr. Hier darf sich hier wirklich alles öffnen und Wurzelchakra, um immer wieder dich auch zu erden. Also sei verbunden nach oben und nach unten und dann kann doch alles richtig geil fließen. Und ja, höre bitte immer auf die Weisheit deiner Seele. Und dann werden deine Geistführer genau diesen Kanal nutzen, um mit dir zu sprechen, denn du weißt so viel. Also deine Weisheit wird aktiviert. Verbinde dich dazu bitte mit Monsieur Hirsch oder Elch. Ich gehe mal von einem Elch aus. Und ja, mit dem Fuchs, ne? Der wirklich für diese Cleverness steht. Ja, und öffne dein Herz ebenfalls, falls hier jemand in dein Leben treten möchte. Hab eine coole Zeit. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Danke, dass du dich jetzt gleich beim Kurs anmeldest, egal bei welchen, gerne bei beiden. Lenormand-Kurs am 19.03. oder am 17. März, 20 Uhr, circa, ja, so anderthalb Stündchen. Schön auftanken, freue ich mich drauf, dich zu sehen. Und wenn du Fragen hast, schreibst du mir eine Nachricht. Ich freue mich über Kommentare, Daumen hoch, neue Abos, aktiviert die Glocke. Ich freue mich über alles, was positiv ist. In diesem Sinne sage ich ja nochmal von Herzen danke an dich und dein Sein. Und bis zum nächsten Mal.